Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinklickt. Heute geht es um das Thema DSLR-Rig, das Schulterstativ für Filmer. Und was es da alles so für Zubehör gibt, das zeige ich euch nach einem kleinen Intro. Als ich mir damals das System zugelegt habe, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, ja, soll ich mir denn nicht lieber eine richtige Filmkamera holen oder ein DSLR-System? Ich war immer am Hin und Her überlegen, ja. Die Vorteile haben für mich überwogen, ein DSLR-System zu holen, aus dem einfachen Grund, weil diese Filmoptik man halt nicht so mit diesen relativ günstigen Kameras hinbekommen kann. Guck mal, man muss überlegen, man hat jetzt dieses DSLR-System, man kann zig Objektive draufknallen, man hat immer eine andere Filmoptik, was man so mit diesen normalen Filmkameras einfach nicht hinbekommen kann. Und die sind dann auch wesentlich teurer. Und deswegen habe ich mich für dieses DSLR-System entschieden, was um Ecken günstiger ist. Guck mal, eine 600D zum Beispiel, die bekommt ihr jetzt für 500-600 Euro, und das ist wesentlich günstiger, als so eine teure Filmkamera zu nehmen. Und die Optik, also beziehungsweise die Bildqualität, ist eigentlich genauso wie bei diesen Filmkameras. Ihr habt halt den Vorteil, alles manuell einstellen zu können. Belichtung, Blende, was einfach bei diesen anderen Kameras nicht möglich ist. Und was auch noch ein Vorteil ist, wenn ihr euch dann dieses die Matbox geholt habt, das Schulterrig, das Mikrofon, die Schärfezieheinrichtung, die Displaylupe, dann ist das etwas, was ihr schon habt. Also ihr müsst euch dieses ganze Zeug nicht nochmal neu holen. Jetzt überlegt mal, alle sind jetzt momentan so auf HD, das gibt schon ziemlich lange. Wir waren die letzte auf der Fotokina gewesen und jetzt kommen langsam diese ganzen 4K-Kameras raus. Das wird jetzt alles umgestellt. Und wenn ihr jetzt schon eine teure Filmkamera habt, theoretisch habt, dann müsst ihr alles, den ganzen Kram, batz weg, 4K her, und ihr habt quasi, müsst ihr wieder von neu aufbauen. Hier bei diesem System habt ihr das so: Ich nehme einfach hier die Kamera raus, mache jetzt zum Beispiel eine 4K-Kamera rein oder irgendeine andere, und dann habe ich das ganze Zeug. Also ich muss mir diesen ganzen Zubehörkram nicht nochmal neu holen. Ich habe immer noch mein gutes Mikrofon, meine gute Matbox, den ganzen Stativkram. Das sind alles Sachen, die man wirklich hat. Auch die Objektive kann man einfach dann wieder auf eine neue Kamera drauf machen. Und das ist etwas, was ihr bei normalen Kameras einfach nicht habt. Ihr habt nicht diese Vielfalt an Zubehör, ihr habt nicht diese Möglichkeiten, Objektive zu wechseln. Genau, ihr seid einfach wesentlich flexibler, wenn ihr mit einem DSLR-System fahrt. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es mir auch geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe das jetzt schon mehrere Jahre und ich kann nichts Negatives darüber sagen. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dann bietet sich dieser Aufbau an. Also wir haben jetzt hier die Grundplatte, die Basisplatte. Auf der ist dieses ganze Rig-System komplett aufgebaut. Also alles hängt quasi an dieser Grundstativplatte an. Wir haben hier ein 15 mm Schienensystem. Die Sachen sind alle genormt. Also wenn ihr jetzt von der Marke Valimax oder was weiß ich, was es da alles gibt, alles ist miteinander kompatibel. Man muss nicht immer das teuerste holen. Wie gesagt, das ist hier die günstige Variante, die ich mir hier zusammengestellt habe. Natürlich muss man sich auch im Klaren sein oder sich die Frage stellen, brauche ich denn überhaupt diesen ganzen Kram? Ich muss ganz ehrlich sagen, für den Otto Normalfilmer eigentlich nicht. Also es reicht vollkommen, wenn man sich einfach ein gutes Stativ holt und ein gutes Mikrofon, und damit kann man absolut einwandfreie Filmaufnahmen machen. Dennoch habe ich mir dann noch dieses Schultersystem geholt und der ganze Kram, der da drumherum dranhängt, weil ich halt ein bisschen öfter filme. Und es ist wesentlich bequemer, wenn man sich die Kamera auf ein Schultersystem draufschneiden kann und dann einfach loslegt. Weil es fällt auch wirklich schon auf, dass wenn man mit der Kamera längere Zeit filmt, dass man wirklich lange Arme kriegt, denn auch diese relativ leichte Kamera wird nach einer Zeit wirklich ziemlich schwer. Das wird man auch merken, also ich habe es gemerkt bei Hochzeitsfilmen, da fängt die Kamera ganz schön an schwer zu werden. Hat man das Gefühl, man hat so eine 20 Kilogramm Hantel in der Hand. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich filme ja öfters, von daher, warum nicht, habe ich mir erstmal angefangen, mir dieses Schultersystem zu holen, ne? Es gibt natürlich auch andere Schultersysteme, aber da habt ihr natürlich auch den Nachteil, dass ihr halt diesen ganzen Zubehörkram nicht dran schneiden könnt, ne? Also ich mir gedacht, gut, bei Amazon, oh geil, sieht ja nicht schlecht aus, geholt, und bin damit relativ zufrieden und habe mir auch mittlerweile schon eine Matbox geholt und ein Follow Focus, eine Schärfezieheinrichtung. Bin damit sehr zufrieden, weil wenn ihr nämlich dieses Schultersystem aufgeschnallt habt, ist es dann auch wieder etwas komplizierter, vorne
am Objektiv die Schärfe einzustellen und deswegen einfach voller Fokus neben an der Seite gedreht, einwandfrei. Wir haben auch noch ein kleines Video dazu gemacht, das blenden wir später ein, da könnt ihr auch mal draufklicken, falls euch das interessiert, was man mit so einer Schärfezieher in Richtung voller Fokus so macht. Wie gesagt, das habe ich mir dann nach und nach alles geholt. Mit der Madbox bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Es schadet natürlich nichts, wenn man das hat. Ne? Man kennt das auch von der Fotografie, da hat man ja auch eine Gegenlichtblende vorne dran. Die ist natürlich wesentlich kleiner als beim Film. Denn beim Film habt ihr das nämlich so, ihr müsst einfach flexibler sein. Ne? Deswegen ist das Ding auch so groß, weil wenn ihr filmt, bewegte Aufnahmen sind immer ein bisschen komplizierter als Standaufnahmen. Und deswegen hat man einen dunklen Raum quasi geschaffen, die Madbox, um Störungen, also Reflexionen im Objektivbereich zu vermeiden. Und ihr müsst das mal beobachten. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel im Sommer draußen seid, ne, ihr guckt aus dem Fenster und denkt, boah, geil, richtig schönes Wetter. Und geht dann raus und dann merkt ihr richtig, wie die Sonne blendet und drückt. Ne? Und deswegen ist es immer besser, wenn es wirklich dunkel ist. Also diese Madbox ist quasi der dunkle Raum, der in die Ferne schaut. Ja, was ich mir auch noch im Nachhinein geholt habe, ist eine Displaylupe. Das ist nämlich auch nicht zu verachten, weil, wenn ihr das schon mal gesehen habt, wenn es draußen zu hell ist und ihr habt so ein bisschen Gegenlicht, der über euren Display scheint, dann erkennt ihr da nicht so viel, denn der Display, der fängt an zu reflektieren. Oder ihr wollt eure Schärfe manuell einstellen. Dann wird es langsam auch ein bisschen schwer, das manuell zu machen, denn auf diesem kleinen Display erkennt man nicht arg so viel. Und diese Displaylupe macht euer Display dreimal größer und ihr habt nicht das Problem, dass Streulicht euch den Blick auf den Display versaut. Wesentlich angenehmer, kann ich euch empfehlen, holt euch das auf jeden Fall. Und auch wie gesagt, das Mikrofon ist auch nicht zu verachten. Das ist ein Rode Video Mic, nennt sich das, und habe ich mir auch bei Amazon geholt. Ungefähr 100 Euro kostet das mittlerweile, nicht schlecht. Und ihr habt ja auch einen Pop-Up-Schutz, das ist so ein schwarzer Schaumstoffüberzug. Der befindet sich unter der Deadcat, also dieses plüschige Ding, nennt man Deadcat. Und das filtert ein bisschen die Windgeräusche raus. Und das sind auch so Sachen, die ihr zum Beispiel mit eurer normalen DSLR-Kamera, wenn ihr damit filmt, nicht filtern könnt. Also ihr hört das immer, diese Windgeräusche, dieses Rauschen, das ist sehr unangenehm. Und das filtert das Ganze raus. Ich kann euch das jetzt gerade mal kurz zeigen, weil wir nehmen momentan mit diesem Mikrofon auf. Ich stöpsel das jetzt mal aus und dann könnt ihr mal den Unterschied hören zwischen externem Mikrofon und internem Kameramikrofon. So, und wie gesagt, ihr hört mich jetzt mit dem kamerainternen Mikrofon und die Qualität lässt natürlich zu wünschen übrig. Ne? Man hört es ist halt etwas ganz anderes, als wenn man ein externes Mikrofon benutzt. Und es lohnt sich daher, in ein externes Mikrofon zu investieren, um eure Qualität in euren Videos zu verbessern. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in das Filmen mit der DSLR. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, postet es in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Lasst auch noch ein Däumchen da am Video, falls es euch gefallen hat. Oder, was noch besser ist, abonniert unseren Kanal, verpasst keine Videos mehr, denn wir werden noch einiges mehr zeigen über das Filmen mit der DSLR. Hier drüben haben wir noch ein paar Videos, einmal die Belichtungszeit beim Film. Das hat was mit den Kameraeinstellungen zu tun, auch sehr, sehr interessant. Und wir haben noch den Follow-Focus getestet, da zeigen wir euch, wie man das so ein bisschen handelt. So, jetzt sind wir aber am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen.